Guten Morgen, willkommen aus Ubud zu meinem ersten Vlog. Wir gehen heute hiken und ich dachte mir, ich nehme euch mal mit, weil Robert wird auch nicht filmen, weil der nicht mitkommt, weil die Jungs gestern bis um wahrscheinlich, glaube ich, 5 Uhr gearbeitet haben. Auf jeden Fall war Robert erst um 5:30 im Bett, glaube ich. Und ja, ich gehe jetzt mit Alisa und Tim eben diesen Hike machen hier in Ubud und nehme euch einfach mal mit, zeige euch, was man so an einem spannenden Tag in Ubud macht, weil bis jetzt haben wir nur 2 Tage irgendwie Sightseeing gemacht und ja, genau, los geht's. Das ist übrigens unsere Unterkunft, geiler Pool und da worken wir immer, so ein bisschen Schweinestall muss auch sein und ja. Jetzt esse ich erstmal mein Frühstück und zwar haben wir hier eine Mango-Banane-Kokoscreme. Die mache ich ungefähr seit Tagen schon. Die Jungs haben die jetzt gestern gemacht. Da sind, normalerweise mache ich da 3 Mangos, eine Banane und ich mache normalerweise frisches Kokosfleisch rein. Die Jungs haben wahrscheinlich gestern einfach Kokosmilch reingemacht. Auf jeden Fall ist das eine gute Portion. Das hier ist jetzt vielleicht eine halbe Portion. Und da noch eine Maracuja rein. Special Tip. Richtig, richtig, richtig lecker. Und ich werde das jetzt noch essen. Gut, dass die Jungs das schon mal gemacht haben. Und ich esse jetzt ihre Reste. Und dann muss ich auch schon los. So, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Ich habe mir jetzt den Joby von Robert geschnappt und stibitzt. Und der kommt jetzt mit. Ich habe jetzt meine Mango-Creme nicht fertig gegessen. Ich esse normalerweise in der Frühform vor 4 Stunden nach dem Aufstehen eigentlich nichts. Aber wollte heute ein bisschen was essen. Nicht, dass ich dann beim Hiken ein bisschen zu schwach werde. Ja, los geht's. Ah, noch ganz wichtig. Regenjacke. Ups. Regenjacke muss mit, weil hier fängt es immer ganz schnell, ganz krass an zu regnen. Guten Morgen! Guten Morgen! So, ihr Lieben, es geht finally los. Die zwei sind jetzt da. Ich freue mich total. Es wird echt richtig schön und die Sonne scheint auch noch. Meistens fängt es nämlich hier ab 1 Uhr richtig an zu regnen. Aber deswegen sind wir jetzt so früh aufgestanden und gehen jetzt eine Runde hiken. Sonnenschein. Ja. Wir wollten eigentlich ja diesen Hike machen, haben den ersten Weg nicht gefunden, jetzt haben wir den Weg gefunden und hier ist einfach so ein mega, mega, mega schöner Tempel am Anfang dieses Wegs. Und ja, ich war noch nie in so einem Tempel drinnen. Die Einheimischen meinten, man darf hier nicht rein, wenn man seine Periode hat. Und normalerweise auch nur mit langen Röcken. Also wir sind hier nicht so bedeckt, aber bis jetzt hat noch keiner was gesagt. Und sieht echt mega schön aus. Einen geilen Papaya-Tree haben. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, wie schön. Schaut mal, da liegt man so drinnen. No shoes, please.
So, wir sind jetzt im Casa Café und machen jetzt wahrscheinlich eine Pause. Oder auch nicht? Machen wir eine Pause oder nicht? Wir machen eine Pause, aber wir müssen was trinken. Okay, genau. Wir machen wahrscheinlich jetzt hier eine Pause, trinken was. Wir sind jetzt, glaube ich, so am on the top angekommen und ja, es ist voll schön. Hier ist so schön in der Natur. Ach Gott. Ach Gott. Schau mal, da muss ich deinen Finger reinfalten. Die beißen. Wenn du das so machst, dann machen die einfach so. Voll schön. So, lass uns da in die Ecke setzen. Hier überall Reisfelder und einen wunderschönen Lotusteich. So, wir gönnen uns jetzt hier. Ich habe mir einen Beetroot Carrot Ginger Juice gegönnt. Die zwei trinken hier geil Kokosnuss. Schmeckt gut. Und sitzen hier mega, mega schön an diesem Lotusteich. Der Hammer. Und dann auch noch total schöne Reisterrassen. Oh mein Gott. So, ihr Lieben, wir haben jetzt eine Stunde Pause gemacht bestimmt. Haben gequatscht und haben eine Kokosnuss getrunken und einen mega leckeren Juice getrunken. Und jetzt geht's wieder zurück. 2 Kilometer müssen wir jetzt wieder laufen. Das ist so viel. Boomerang Action, yay! Wow, wir sind jetzt schon wieder unten. Wir sind jetzt wieder hier an diesem Tempel. Es hat jetzt echt nur 10 Minuten oder so gedauert. Also richtig, richtig schnell. Nach oben hat es bestimmt eine halbe Stunde gedauert. Und jetzt gehen wir da runter noch an diesen Fluss. Hier haben vorhin noch so 6 Leute gebetet. Mit einer super Aussicht. Oh Mann, ist das schön. Ich würde was später wieder machen, okay? Ja, das ist danke, dass ich mitkommen durfte. Ja, kein Thema. Tschüssi. So ein müder Doggy. Ich gehe jetzt aber erstmal noch in den Pool. Oh, so kalt. Ich bin so unglaublich durchgeschwitzt. Oh mein Gott. Guten Morgen, Bibi. Ja, hallo. Guten Morgen. Morgen. Es fängt jetzt leider an zu regnen. Ich werde jetzt eine Kleinigkeit essen. Sorry, Akku leer gewesen. Genau, ich werde jetzt das essen und dann wahrscheinlich nach U-Boot fahren. So, ich esse jetzt hier den Rest von der Mango-Creme, der noch übrig war. Und check mal, was für Yoga-Classes es im Yoga-Bahn gibt. Und muss dann mal mit Alisa beratschlagen, ob wir da heute hingehen oder nicht. Oder was wir eigentlich machen. So ihr Lieben, ich war gerade in unserem Obstladen, habe gerade den Green Juice geholt, den wir jeden Morgen uns bestellen und trinken. Und ja, dachte so, ich würde lieber gleich einfach den Juice nehmen und in die Stadt fahren, weil mir schon klar war, dass es bald regnet. Die Jungs wollten aber unbedingt noch, dass ich ihnen den Green Juice zurückbringe und Greens und Bananas kaufe. Und ja, jetzt regnet es. Und jetzt kann ich wohl nicht in die Stadt fahren. Ja. Dann werde ich jetzt mal wohl warten und hoffen oder beten, dass es aufhört zu regnen, weil bei dem Regen in die Stadt fahren, dann bin ich pitchnass. Und wir wollten jetzt halt um
Also so in 2 Stunden, nee. In 1,5 Stunden wollten wir ins Yoga gehen. Und ja, mal gucken, ob es bis dahin aufhört zu regnen und in die Stadt fahren kann. So, es hat gerade aufgehört. Ich sehe sexy aus, bereit für den Scooter. Ich fahre jetzt in die Stadt und ja. Tschüss, Baby. Tschüssi. So, ihr Lieben, mich hat es natürlich trotzdem erwischt. Nicht so mega krass, aber ein bisschen nass bin ich schon. Ich musste jetzt eigentlich noch weiterfahren. Ich wollte eigentlich ins Clear Café, aber dachte mir, weil es eben so geregnet, dass ich lieber jetzt hier in das Café Lotus gehe. Und das Café Lotus ist ein Café, wo meine Oma schon zu ihrer Zeit immer war. Und ich war da noch nie drin, deswegen lass uns dann mal reingehen, auschecken und einfach dieses coole Gefühl haben, dass meine Oma hier schon saß und ich jetzt wieder hier saß. Deswegen, ja, let's go. Darüber. So, hier, Café Lotus. So, ich sitze jetzt hier. Oh Gott, so cool. Hier, schaut mal, da ist der Lotus. Der Lotus-Teich, deswegen heißt das ganze Ding auch Lotus-Café. Und meine Oma hatte mir eben ein Fotoalbum ja, gezeigt, wo man das Ganze sehen kann. Es sieht echt immer noch sehr gleich aus. Wundervoll. Total schön hier. So, kurz gearbeitet. Thumbnail, check. Und jetzt noch ein Tee. Und ja, es hat schon wieder einigermaßen auf zu regnen. Das heißt, ich werde Alisa jetzt dann gleich abholen und dann geht's ab ins Yoga. So, ihr Lieben, Alisa ist zurück. Sag hallo! Hello! Und wir sind jetzt in Yoga-Bahn. Oh mein Gott, ich habe schon so viele Vlogs hiervon gesehen. Von Sandy und Benny. Und wir gehen jetzt ins Yoga-Studio und wollen ins Vinyasa-Flow gehen und das mal hier alles auschecken. Ich war hier nie, aber es ist echt richtig schön. Es ist wie so ein Dorf. So voll, voll, voll. So, wir sind jetzt fertig mit dem Yoga. Es war echt so gut. Es war relativ, relativ hot, also es war relativ intensiv. Es waren auch echt viele, glaube ich, fortgeschritten dabei mit Handstand und was weiß ich, was die alles konnten. Da konnte ich leider nicht mithalten. Aber ich fand es echt super, super gut. Es waren so viele Menschen da drinnen. Also echt wahrscheinlich 6-mal so viel als bei dem Yoga-Studio, wo ich immer hingehe. Und wir haben Fuliura Christina getroffen. Robert hat die letzte Woche schon getroffen. Da habe ich mich total geärgert, dass ich nicht dabei war. Und dann macht sie einfach hinter uns Yoga. Voll cool. Und habe mich dann noch gleich bedankt, weil wegen ihr weiß ich ja, dass ich meinen Pass neu machen lassen muss hier. Beziehungsweise mache ich das jetzt in Australien. Weil sie auch ein Problem hatte, hier in Bali einzureisen, weil ihr Pass eben nicht mehr 6 Monate gültig war. Und genau das gleiche ist bei mir auch. Das heißt, ich kann ab jetzt eigentlich gar nicht mehr irgendwo einreisen außer Australien, weil die alle eben diese, ja, auch nur ein Monat. Alle diese 6 Monats Gültigkeit haben. Also du musst eine Mindestgültigkeit von 6 Monaten auf deinem Pass haben. Und das habe ich nicht. Deswegen muss ich in Australien eben das neu machen lassen. Und wenn sie dieses Video nicht gemacht hätte, dann hätte ich das einfach nicht gewusst. Dann hätten die mich am Ende zurück nach Deutschland geschickt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich da nochmal bedankt. Und jetzt gehen wir was essen. Ich habe richtig Hunger. Und wir haben noch 2 Stunden jetzt übrig. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nochmal herkommen. So, wir haben jetzt Tim abgeholt. Yeah. Wieder am Start. Und jetzt gibt's was zu essen. So, ich habe jetzt hier Pad Thai. Es sieht auf jeden Fall so lecker aus und es riecht auch so geil nach Garlic. Und hier gibt es hier Wasabi Mashed Potatoes. Das will ich unbedingt probieren und Alice gibt sich hier richtig.
fetter Salat, Thunfisch und du kriegst noch zweimal Veggies und danach bist du richtig voll. Hoffentlich. Tschüss. Danke, dass ich heute den ganzen Tag mit euch verbringen durfte. Gute Nacht. Tschüssi. So, ihr Lieben, die anderen sind jetzt gegangen. Ich bleibe noch ein bisschen hier und arbeite noch ein wenig. Es war so lecker. Wir haben hier Pad Thai gegessen und Tim hat Wasabi Mashed Potatoes. Das war so lecker. Muss man aber leider auch dazu sagen, dass die das mit einer anderen Milch machen, weil es normalerweise mit einer normalen Milch ist. Und ja, jetzt muss ich ein bisschen arbeiten. Die Jungs sind die ganze Zeit im Outpost. Das heißt, wenn ich jetzt nach Hause fahre, dann ist da sowieso kein Mensch. Und da bin ich zu alleine da. Deswegen bleibe ich jetzt noch hier. Hier ist eine schöne Location. Und ja, es war ein wundervoller Tag. Danke an Alisa und Tim, dass sie mich so wundervoll in ihre kleine Familie aufgenommen haben. Ja, und ich freue mich morgen schon wieder so aufs Yoga. Wir ziehen ja mal morgen um. Von dem her mal schauen, wie der ganze Tag morgen wird. Aber heute war auf jeden Fall echt Bombe. So, ich gönne mir jetzt noch hier Wasabi Mashed Potatoes. Ist der Shit? Ist so lecker. Ich war so begeistert vorhin bei Tim. Deswegen musste ich mir die jetzt einfach bestellen. Ich habe mir die jetzt noch mit Cashew-Milk bestellt. Ist einfach sau lecker. Es schmeckt einfach ja, wie Wasabi, aber auch ist einfach lecker. Also wenn ihr mal hier seid, müsst ihr unbedingt probieren. Unbedingt. So, ich gebe es mir jetzt hier richtig. Chocolate Brownie. Oh mein Gott. Lecker. Oh mein Gott, das ist so gut. Ja, im letzten Video habe ich erzählt, dass ich momentan oder da noch so ein bisschen Juice und Saftfasten gemacht habe. Und ich habe mich jetzt seit 5 Tage lang almost raw ernährt. Also bis auf vielleicht mal irgendwie ein bisschen Cornflakes obendrauf oder irgendwelche Kokosflocken obendrauf. Habe ich mich echt nur roh ernährt und es ging mir so gut. Oh mein Gott. Ich habe das schon end oft probiert, aber habe es nie so lange durchgehalten. Und hier in Baden fällt mir das viel, viel, viel leichter. Und es hat jetzt super geklappt. Heute ist das erste Mal, jetzt mit dem, was ich jetzt hier gegessen habe, dass ich wieder was Gekochtes gegessen habe. Also das Pad Thai und jetzt hat halt die Mashed Potatoes und der Brownie. Also jetzt hier nach 5 Tagen Ruhe habe ich es mir jetzt so richtig gegeben. Ich habe jetzt auch die letzten 5 Tage echt relativ wenig gegessen. Also irgendwie, wenn du dann die ganze Zeit so roh isst, dann hast du auch so eine natürliche Sättigung. So, du brauchst gar nicht so viel essen. Das heißt, die nächsten Tage will ich auf jeden Fall, so weit es geht, trotzdem wieder roh essen. Aber heute gebe ich mir trotzdem, weil es einfach, keine Ahnung, ich will einfach alles probieren, was es hier gibt. Und wenn alles vegan ist, alles was vegan ist, will ich sowieso probieren. Und ja, jetzt gönne ich es mir noch, schaue ein paar Vlogs und dann geht es irgendwann nach Hause und dann muss ich meine ganzen Sachen noch packen. Also ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video und danke, dass ihr eingeschaltet habt, danke, dass ihr heute dabei wart. Freut mich total, dass ich mal wieder einen Vlog gemacht habe, ist jetzt schon echt sau lange her. Aber hat mir echt unglaublich viel Spaß gemacht, euch mal ein bisschen hier in Bali mitzunehmen. Und ja, schreibt mir mal gerne rein, was für weitere Videos ihr gerne von mir hättet. Irgendwelche Wünsche über irgendwelche Themen oder was ich gerne machen soll. Schreibt es mir rein. Danke, dass ihr dabei wart. Schaut auch gerne auf meinen anderen Plattformen da vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Gute Nacht, meine Lieben. Hallo, ihr Lieben. Ratet mal, wie viel Uhr es ist. Es ist einfach mal 5.12 Uhr. Ich hatte vorhin ja eigentlich schon gute Nacht gesagt. Und jetzt bin ich einfach noch ewig wach geblieben. Ich habe den Vlog noch fertig geschnitten und noch ewig für die APC gearbeitet und so weiter und meine ganzen Sachen gepackt. Und jetzt sollte ich vielleicht langsam mal ins Bett gehen. Und ja, deswegen sage ich jetzt einfach nochmal gute Nacht. Bis dann, ihr Lieben.